Scheiße, das ist so. Wie viel Uhr ist das spät in seinem Handel? 19:03. Oh, okay. Hier sind Hexen. Dann töte sie. Die mich vergiftet hat, das Fickviech. Dann töte sie. Der Cooking Table ist wirklich nur für Dinge, die ich bauen kann. So. Genau, da werden dir nur Sachen angezeigt, die du bauen kannst. Ich werde eine Sache mal eben. Ach ja, gar keine braunen Mushrooms. Das abgeben. Ja, da wollen wir mal gucken. 10k Kolanzell. Okay. Softbrezel mit Mustard und Cranberry Juice. Ah, eine Sammel. Kannst du so viel abgeben? Ja, drei Stück. Einsammeln. Drei Stück von dir. Aber ich habe 4 10k. Hast du was aufgenommen? 4x10k Kulanzels. Oh, So. Oh. Okay. Hier. Ist nicht schlimm, warte mal. Los. Sollte es doch eigentlich. Darko, kurze Frage. Hast du zufälligerweise die Redstone Clock angemacht? Ich hatte die nämlich aus. Nee, ich brauche ein Gear. Also. Nicht deswegen hatte ich. Du kannst durch rein, das Holz da. Ist nicht so schlimm. Weil die da die ganze Zeit drin lagen. Oh. Ja, ich war jetzt weg wegen. Folgen benennen. Muss raten. Knallst eine Kiste daneben? Nö, erstmal nicht. Und nächstes Video aber freigeben. Passt klar. Wobei ich könnte eine nehmen können, hast du recht, war. Okay. Dann mache ich das kurz. Ich habe jetzt schon. Aber dann würde ich die umpositionieren. Oh. Warte, man kann keine Kisten bauen. Musst du auch in einem Dings in Ether bauen. Kann ich wenigstens Zäune bauen? Die kannst du, also Kisten kannst du bauen, musst du nur im Ether bauen. Darko, 17 Emeralds für eine Diamond Chestplate mit Projektil Protection 2 und Soulbound 2. Lass mich raten, Stick sollte ich auch da drin bauen. Nein. Ist so die Frage, sollten wir dann wirklich für Emeralds die Loks rausgenommen? Ich hab jetzt einfach mal so gemacht und ein paar Emeralds getradet mit dem. Okay, wo sind die Loks denn, die da drin waren? Also ich sag natürlich nicht nein, weil ich hab ja noch keine Idee oder so. Der ist fertig getradet. Das letzte bei dem ist eine Change-Rüstung komplett. Oh, Enderman. Okay, die Sawmill nicht abbauen, wenn was drin ist. Sie frisst die Items. Ja, scheint so. Boah, no, ich würde mal sagen, ich baue dir dann gleich mal eine Rüstung und trade die zwei Brustplatten. Ich will mal gucken, ob die Gearbox jetzt hier noch was bringt. Da hinten. Wer hat den Crafting Table umgesetzt? So weit war ich ja noch gar nicht. Oh, Enderperle. So. Sticks. Ach, der wollte diese Gier. Och. Dann kann ich das eh noch aus der Kiste hier gleich verballern, dann stört das nicht mehr. So.
das, das und das. Wollen wir mal lunzen. Er braucht immer noch so lange. Also 4 Gearboxen ist das Maximum. Haben wir das nicht schon vorher geklärt? Und Zeit verringert sich da nicht mehr. Ich brauche immer noch 2,5 Minuten. Ne? Hatten wir aber das nicht schon vorher gesagt? Keine Ahnung. Und wenn, dann habe ich nicht zugehört. Mir war das bewusst, dass das nur bis links runter geht. Hast du mir jetzt doch noch Rüstung? Hier hast du schon mal ein Teil. Danke. Ja, dann baue ich dir hier noch. Weil der tradet auch 3 Emeralds, 3 Dias für 1 Emerald, also. Der ist recht günstig, der Dulli. 3 Dias für 1 Emerald? Ja. Die kannst du bitte selbst haben. Nö, ich habe Kohle jetzt getradet gegen Emeralds. Oder der tradet auch 8 Eisen gegen Emeralds. Weil die Dias brauchen wir noch in Massen, leider. Ja, ist da noch mehr als genug da. Wahrscheinlich nicht mal mehr ins Deck, oder? Doch. Oh, knapp. So, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Da nehme ich natürlich gleich den Tipp von CL2. So. Welchen Tipp? Charcoal verwenden. Ich habe es gerade aus einer Loot-Test bekommen. Ach, für den Blast von das? Oh, ich muss bei Ike echt die Kisten beschriften. Ich dachte, das wäre eindeutig. Oscar? Hm? Ike, die eine kleine Kiste hatte ich mir für Immersive, nur für Immersive. Oh, eine Kiste, Naturgestein, ja, also nur dann Sachen, die aus der Natur beziehen. Stein, Erde, Dirt, Gravel. Crafte doch noch mehr Silberkisten. Hier kann alles voll mit Silberkisten gemacht werden. Warum nicht so ein Carpenter? Da reicht ja die kleine erstmal, so viel kommt da nicht zu. Weil Draw teuer sind. Echt? Ja, vergleichsweise. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr Holz, aber trotzdem, wir können hier nicht die ganze Wand voller Draw machen, weil einige Sachen haben wir auch nicht so häufig, dass es lohnt dafür. Ja. Silber brauchst du, Eisen brauchst du. Fick dich, ich mach die nicht. Was glaubst du, warum ich sie nicht machen wollte? Kann man so mit so einem Karma-Ding auch. Karma? Den Tinkers Tool. Ja. Kann man damit auch Felder bewirtschaften? Nee, das müsste ich wieder nach oben craften. Helm braucht noch. Okay. Warten. Warum kann ich mit einer Haube kaufen? Stormhaube machst du mit Flint. Ja, mit Flint meine ich doch. Flint. Yep. Aber warte kurz, Moment. 2 da rein. Wir haben jetzt übrigens 2 E-Fabs zum Craften. Okay. Hab das gleiche Prinzip angewandt wie wir. Ja. Aber denk dran, du musst auch das Upgrade noch reinspannern. Habe ich auch direkt gemacht. Ich habe jetzt das auch das zweite deswegen hingeknallt. Ike, wir haben hier drin keine. Ach doch, da drüben. Was? Wasserquelle wollte ich. Ja, sagen. Nee, weil ja hier oben noch ein Tank hinkommt mit Wasser. Ja. Genau. Die da waren das.
kurze Frage an das andere Team. Hm? Habt ihr schon eine ungefähre Zahl, was ihr denkt, wie viele Tanks man braucht? Da wir es nie zu Ende gespielt haben, sicherlich viele. Also ich meine zum Early. 3. Du machst erstmal nur wirklich mit den 3 Substanzen Lava, Crucible und Dingsbums was. Und Wasser. Ja. Meine ich ja mit Dingsbums. Also ich habe uns jetzt hier Platz für 4 Tanks gelassen. Das kann ich dann auch ausweiten auf 8 insgesamt. Aber ich denke mal, mehr wird man nicht brauchen. Hoffe ich mal. Haben wir noch Sand? Ja, mach ich erstmal einfach, um sicher zu gehen, hier Tanks. Achso, dein Helm ist dort fertig, den kannst du rausholen. Ja, mach ich gleich. Wow. 10 Sand. Was machst du denn jetzt? Ich bin noch dabei, ich brauch Strom da hinten. Dann setz doch die ganzen Maschinen einmal um. Nö. Dann sparst du wieder Cable. Die tue ich sowieso nicht sparen, bei deiner Baukunst. Boah, was soll das jetzt heißen? Das heißt, dass wir uns ja ziemlich groß bauen. Das bedeutet, wir brauchen doch so oder so noch tausende Tonnen von dem Zeug. Also warum nicht gleich herstellen und schon benutzen? Außerdem kann ich da hinten dann auch gleich das da weiterleiten. So. Das. Wir müssen getauscht werden. Das da und das da. Das da. Genau, so. Kann man keine Sticks in der Sawmill herstellen? Nein, kann man nicht. Ey, wer bessert den ganzen Kack wieder aus? Warum steht denn der schon wieder hier? Ich hab den mit Absicht weggelassen. Ja, ich brauch den. Für was? Die Würmer wieder. Wenn du die ganze Zeit die Schmelze beanspruchst, dann muss ich woanders machen. Willst du mich verarschen die ganze Zeit? Das waren 2 Sachen, die ich mal da drin geschmolzen hab. Ja, aber das kostet halt alles. Egal. Ich benutze sie immer gerne. Weil sie halt auch von immersiv ist. Besonders für Legierungen. Dann habe ich nicht die Gefahr, dass ich irgendeine andere Scheiße vermische. Darum habe ich den wieder aufgebaut. Und es war nur wirklich kein Aufwand, den wieder aufzubauen. Das nächste Mal klaue ich dir heimlich einen Block davon. Ich brauche eine Piste. Piste brauchst du. Piste? Eine Kiste. Wir denken nicht alle so wie du, Darko. Das habe ich von dir. Das ist gelogen. Ich denke, also ganz ehrlich, bevor ich an Pisse denke, denke ich lieber an irgendwas Geiles. Das ist einfach nur meiner oder seiner winzigen Stimme so geschuldet. Ich höre ihn nicht. Obwohl ich ihn schon auf 200% habe. Irgendwas machst du falsch. Immer wenn ich ihn insgesamt oder wenn ich Discord lauter mache, muss ich euch leiser machen, weil sonst bin ich taub von Ike. Bei mir laufen alle es, auf 100%. Es tut mir leid, dass ich so leise rede. Nee, ist ja nicht dein Problem, darum frage ich halt manchmal nach. Also bei mir laufen alle auf 100%. Das reicht vollkommen aus. Für die Aufnahmen und dass ich jeden höre. Über die Aufnahmen lässt sich streiten. Na, dich werde ich demnächst etwas leiser drehen, damit man dich gar nicht mehr hört. Einfach rauscutten. Jetzt mal, wenn Darko anfängt zu reden, einfach einen Piep einbauen. Das geht halt in dem Projekt sehr schwer, weil wir alle immer durcheinander reden. Wie denn einfach einen Piep überlegen? Was, ich weiß gar nicht, was du meinst. So, haben wir hier noch irgendwo so einen hässlichen, ekelhaften Baum? Ja, hier oben. Ach du Scheiße. Ich kümmere mich schon drum, da kommen jetzt gleich noch mehr Kisten. Nee, das meine ich gar nicht. Wir haben für einige Kisten haben wir ja Ordnung. Und da... Ja.
missachtest du die mit allen Pauken. Wie gesagt, es wird dann gleich eine richtige Ordnung geben. Ich bin jetzt gerade dabei, hier erstmal Holz zu farmen. Ich kann ja diese hässlichen Eukalyptusbäume dazu nutzen. Oder diesen hässlichen Cherrywood. Zum Glück ist es nicht der aus Ceftech. Warum? War der noch schlimmer? Naja, der diesen Teppich gemacht hat. Was Olaf bei sich auf dem Grundstück hatte? Keine Ahnung. Ach, mit dem wir Olaf die ganze Zeit Zeug zugebombt haben. Ja, mit der die Blätter so fallen lässt. Yep. Oh Gott. Ja, wäre nicht so der ekelhafteste Baum ever. Ich setz gleich mal unsere Betten nochmal um, weil wir brauchen den Platz, wo die Betten stehen gerade. Okay. Ja, ich leg mich wieder in das rechte Bett. Kannst ja ein Schild davor machen. Oder hättest du einfach Nacht lassen können. Ich wollte jetzt einmal wegen nein, Spawn Point. Du kannst auch, wie gesagt, in den Nether gehen zum Enderperlen farmen. Mir geht's ja nicht nur um Endermänner. Und die Villager-Zombies finde ich nicht im Nether. Nee, das ich würde einfach mal sagen, dass Knoblauch unsere Hauptwürzquelle ist. Hauptwürz oder Hauptnahrungs? Hauptwürzquelle. Nee, wir brauchen alles Mögliche zum Würzen. Echt? Wir brauchen für Cooking Oil, brauchen wir normale Seeds. Wir brauchen Mustard für Senf an sich. Aber müssen wir alles bauen? Nein, aber es wäre sinnvoll. Ja, dann würde ich Mustard noch bauen, also anbauen. Und ich werde ein zweites Feld bauen müssen. Du kannst es doch noch bis zum Ende da hinten erweitern. Ja, ja. Und an sich eine geile Nahrungsproduktion ist auch an sich eine Menge Weizen. Ich habe was Lustiges gefunden. Was? Was Essen betrifft, also was super gut ist. Es nennt sich Noodles. Also ganz normale Nudeln. Die geben nämlich nur eine halbe Hungerkeule. Okay. Und kann deswegen nicht abfallen. Wow. Ah. Also eine Nudel kann auch so nicht abfallen, aber okay. Weißt du, anscheinend ist schon echt kranker Scheiß im Prinzip. Also kann nicht schlechter werden von dem, was sie geben. Dann werden wir. Wo haben wir Knoblauch? Haben wir keinen Knoblauch? Haben wir Knoblauch? Machst du die gerade absichtlich? Ich brauch das Holz. Weil Knoblauch cool ist. Das ist doch einfach durchlaufen. Oder nicht? Mhm. Warum so sammelst du es denn? Gefühl klickspammst du auf das Sammeln, damit es nicht hier reinrutscht in den Monitor. Nee, ich hol's aus dem Nachbarding raus. Wir werden uns nicht nur von Nudeln ernähren. Macht man's so.
Ja, es funktioniert. Ich habe schon ausprobiert, weil die tauen auf das Feld rum. Das. Dann. Kupfer. Jetzt hat er den Wurm gemacht. Ich hab den Wurm kaputt gemacht. Es tut mir sehr leid für den Wurm. Dann Weizen. Ich brauche ein paar Circuit Boards. Haben wir? Wir haben beinahe gar kein Tin gefarmt. Eisen. Weil Tin nicht auf eurer Höhe vorkommt. Doch. Also ich brauche Tin Höhe zeitweise. Also Tin ist bis maximal 40, steht jedenfalls laut diesen Dings da. Okay, nee. Wie, okay, nee. Also ich habe Tin auf Höhe 20 oder so gefunden. Zwischen 20 und 55. Findet man's? Nachgeschaut? Ja. Tin ist ziemlich weit Tin unten zwischen, im Vergleich zu zwischen 20 und 55 steht auch da. Okay. Geh ich jetzt mal ein bisschen Tin sammeln. Es gibt Rahmen? Ja. Wie wird Rahmen gemacht? Nudeln, Salz und Stock. Brauche ich noch eine. Und endlich mal eine Treppe, die vernünftig mit einer 50 nach unten kommt bei uns. Also in die Höhle runter. Das wäre. Ja. Denn ich baue jetzt keine Treppen hin, sondern ich baue, dass wir nicht mehr runterspringen müssen. Am Ende da. Das ganze heißen denn? Da. Ich mache jetzt, ich upgrade jetzt die restlichen Kisten. Ach du Scheiße. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dein Immersive. Da oben rein. Hast du noch Holz oder muss ich welches holen? Das, was ich habe, das wird nicht mal für mich ausreichen. Ja gut, aber du hast eine richtige Axt. Ja, eine Mattock. Ist für mich eine Axt. So, besser als mit der Hand das abzubauen. Essen kommt da rein. Ich muss dann sowieso noch Holz farmen. Da oben ist dein Zeug drin. Das ist Skeletter. Viel von mit High Place. Fucking Skelett, ey. Sniper Gott des Todes. Tja, mit Aimbot. Im Fall. In CO2 freut dich, dass hier First Aid nicht drauf ist. Das wäre noch lustig. Ja, Skelett springt runter, springt in Lava und während es runterspringt in die Lava, schießt es mich einfach runter. Rockstar, Dancer, Killer, drop my lava.